Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever hier auf dem Kanal. Ich mache mal ein bisschen schneller, aber nur ein bisschen, damit wir unser Geld auch ein bisschen aufbauen können, damit wir wegen dem neuen Zug dann auch gleich schauen können. Den werden wir auch brauchen. Hier werden wir auf jeden Fall die Innenstadtlinie auf Tram umbauen müssen. Das wird nicht anders möglich sein oder wird nicht möglich werden, denn wir werden hier auf jeden Fall auch dann noch gucken dürfen, dass wir hier definitiv nochmal solche Teilbereiche der Stadt auch noch mitnehmen können. Hier hinten baue ich das auch gleich schon mal in weiser Voraussicht, dass es irgendwann wichtig wird auf. Muss mal ein bisschen aufpassen. So vielleicht. Na, das wird dann irgendwann hier hinten auch interessant. Hier haben wir eine Anbindung, die ist da. Und hier oben brauchen wir es noch nicht. Okay, dann haben wir nämlich jetzt hier zwei neue Haltestellen, die dann für die Tram auch wieder interessant werden. Die Tram wird hier dieses Mal als Ringtram laufen. Vielleicht sogar in beide Richtungen, aber da weiß ich noch nicht. Erstmal eine Richtung und wenn das überlagert, dann könnten wir vielleicht noch eine zweite drüberlegen und mehr Fahrzeuge nehmen. Müssen wir aber sehen. Ja, müssen wir dann sehen. Okay. Jo. Der nimmt nicht so ganz so viel. Doch, 16 Mann. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, da kommen wir hier einfach an die Limits ran. Wir könnten natürlich hier auch nochmal erweitern. Aber ich würde das gerne alles auf Tram-Ebene umbauen. Was kostet eigentlich einen Waggon, damit wir das ungefähr mal abschätzen können? Also 8, sagen wir mal 9 Millionen brauchen wir. Plus dann nochmal 5, 6 Millionen. Das heißt, so, ich sage jetzt mal vorsichtig, mit so 15 Millionen rum auf Plus können wir einen Zug kaufen. Da gibt es natürlich noch ganz andere Dinger, die natürlich dann auch entsprechend interessant sind. 140 können wir fahren, auf den Gleisen aber nicht, ne? Ja, auf den Gleisen können wir nicht fahren. Das wird dann auch ein Upgrade irgendwann werden. Muss es ja eh, weil der Bahnhof noch nicht lang genug ist. Für später mal. Und wie gesagt, pro angeschlossene Stadt ein neuer Zug hier drauf. Und das macht die Sache dann etwas delikat. Was wir aber jetzt schon machen können, und das ist jetzt eine Sache, die haben wir ja auch schon in der Vorplanung gehabt, dass wir sagen können, wir machen jetzt hier unsere erste Ringgeschichte außerhalb, unseren Stadtbus, der hier lang bekommt. So, das heißt, wir fangen jetzt erstmal an, ungefähr den Claim abzustecken, um das mal jetzt so in heutigen Western-Titeln zu bezeichnen. Das heißt, das hier wird unser Claim, den wir hier abstecken. Das nehmen wir also mal her. Und dann gehen wir hier nochmal hin, weil hier geht ja die nächste Stadt dann raus. Da könnte man auch eine überführende Buslinie drauf machen. Und hier kommt dann auch nochmal eine ran. So, dann haben wir den Bereich schon mal jetzt zumindest grob abgesteckt. Dann brauchen wir jetzt hier noch eine... Nein, Moment. So, dann brauchen wir jetzt hier erstmal hier nochmal einen. Dann hier auf jeden Fall noch einen. Hier sollte definitiv noch was hin. Eventuell sogar hier, aber das sehen wir noch. So, ein bisschen dicker aufgetragen, ist okay. Und dann gehen wir jetzt raus mit einer neuen Überlandgeschichte. Schau mal, wie die Stadt hier rausgewachsen ist. Wahnsinn, oder? So, wir fahren jetzt hier rüber. Kommen wir hier an, dann fahren wir hier raus. Dann kommen wir darüber. Dann fahren wir darüber, darüber. Nochmal hier vorbei, dahin, dahin, wieder zurück. Fahren hier vorbei, dort vorbei, dort vorbei, da vorbei, da vorbei. Und dann kommen wir hier wieder an und dann geht es wieder zurück nach Hüffingen-Anbau. Das ist diese Linie, die wir hier bauen. Die ist extrem lang und braucht auch gute Fahrzeuge, weil die in der Regel auch ziemlich cool aufgebaut wird. So, das heißt, wir werden jetzt gucken, wir haben hier einen 90er und hier haben wir einen 100er Bus. Der Volvo schafft 100. Das heißt, wir kaufen uns jetzt mal einen Sack voll Volvos und fahren jetzt mit den Volvos schon mal die erste Linientour. Jetzt sind wir da relativ gut beisammen. Nicht so, dass es hier völlig übertrumpft, aber wir geben auch ganz gut Geld dafür aus, ganz klar. Ich hätte gern auf so eine 150er Geschichte mir aufgebaut. So ungefähr. Das reicht mir auch von der Taktrate. Da sind schon die ersten natürlich jetzt unterwegs. Wir machen mal ein bisschen langsamer. Und müssen natürlich auch mal ein Foto machen, weißt du, fürs Archiv. Ja.
Ach, herrlich. So, da kommen sie alle. Rumpeln ganz schön, die Dinger. Ich glaube nicht, dass es ein E-Motor ist. Ah, das Berggebirgsmassiv da hinten. Schön. Das schaut so cool aus. Das könnte auch in so einem österreichischen Tal hier sein, ne? Weißt du, mit dem Fluss hier durch, ne? Und den Städten hier am Fluss dran. Und hier auch das Gebirge am Horizont. So Voralpenland oder Österreich. So im. Für Österreich müssten die fast noch ein bisschen mehr Hügel zu sehen sein. Das ist dann eher so das Voralpenland vielleicht. Aber auch schön auf jeden Fall. So, wir sehen jetzt schon die ersten Leute, die warten. Ich beschleunige wieder, damit wir sehen, wie sich die Verteilung hier aufbaut. Gucken wir mal schnell. 12% Bevölkerung nutzen unsere Linienbindung. Das ist natürlich nicht so gut. Aber mit diesem neuen Ansatz kommt natürlich eine Stadt, wie jetzt in dem Fall Meinerzhagen, ja, kommt jetzt natürlich langsam, aber sicher auch natürlich voran. Und wenn ich das mir hier anschaue, dann sehe ich jetzt durchaus schon, dass die jetzt per Auto zum Beispiel nach Hüfingen fahren, ins Geschäft und zum Arbeitsplatz. Ob die das jetzt künftig auch machen werden, das werden wir sehen. So, der lüftet mal kurz und fährt jetzt mal leer weiter, macht aber nichts, da kommt der Nächste. Die wollen aber alle nach Hüfingen Anbau. Und das sind noch nicht diese, weil die fahren alle stadteinwärts noch. Das bedeutet, wir warten jetzt einfach auf die Nächsten, die da kommen werden. Das kostet natürlich jetzt alles ein bisschen Geld. Da, der nimmt sie mit. 7 Mann fahren jetzt mit. Hier sind wieder 2 junge Damen, die wollen auch noch mit. Eines Tages vielleicht. Ja, eines Tages. Und die werden alle letzten Endes ja hier rausgelassen und wollen dann irgendwann auf die Linie 3 rüber oder aber auch kommen vom Zug an, wie jetzt der da. Und könnte ja natürlich auch sein, dass die genau das machen. Das heißt, die steigen hier um. Die fahren vom... Vielleicht kommen die jetzt gerade... Das können wir mal gucken, wo die herkommen und wo die hinwollen. Ja, er hier zum Beispiel. Er wohnt in Hüfingen und will mit dem öffentlichen Nahverkehr zu seinem Arbeitsplatz. Und zum Geschäft. Zu seinem Geschäft. Bei ihm. Die Dagmar, bei ihr, Entschuldigung. Hat gar kein Auto, wohnt in Hüfingen und arbeitet aber in Meinerzhagen. Okay. Da kommt nochmal die Antje, ja. Die Antje zum Beispiel wohnt in Hüfingen. Im Geschäft schaut sie sich allerdings in Fürth um und der Arbeitsplatz liegt auch in Hüfingen. Was er dann hier macht, weiß ich noch nicht. Ich glaube, sie hat sich verlaufen beim Weg. Sehr interessant auf jeden Fall an der Stelle. Jetzt gucken wir mal gerade, wie entwickelt sich das? Noch weiter ins Minus gehend, aber das braucht einfach seine Zeit. Ich gucke jetzt nochmal, wie schaut es jetzt hier aus? Immer noch 12% Liniennutzung, mal gucken. Hier fährt ein Bus zum Beispiel weg, mit 6 Leuten tatsächlich schon. Und hier kommt wieder einer. Ja, das nimmt jetzt, glaube ich, viele Leute sind ja jetzt zum Beispiel gerade noch woanders, in Hüfingen zum Beispiel, und waren mit dem Auto unterwegs. Und jetzt stellen sie fest, naja, eigentlich brauche ich gar kein Auto mehr, weil ich kann ja auch mit den Öffis fahren. Ja, könnten ja viele Leute sich überlegen. Und ich denke auch mal, dass dieser Ansatz hier immer weiter in die Richtung sich entwickeln wird, dass unsere Finanzeinnahmen jetzt hier ansteigen werden. Ne? Ja, aber sind jetzt 2020 schon unterwegs. Haben 5,8 Millionen auf der Hand. Dürfen aber nicht vergessen, dass 2020 unsere Altersgeschichten hier langsam beginnen irgendwann. Ne? Also wir werden ja auch demnächst anfangen müssen, erste Fahrzeuge zu ersetzen. Das wird teuer. Das wird sehr teuer und deswegen müssten wir uns eigentlich bis dahin schon den zweiten Zug geleistet haben, um den ersten auch irgendwann ersetzen zu können. Aber das werden wir jetzt dann sehen. Wie gesagt, was jetzt allerdings so eine Sache ist, wir haben jetzt hier 130.000 Einnahmen, das ist nicht wenig. Das ist gar nicht wenig. Und je mehr Leute hier diese Geschichte machen, wir nehmen natürlich dann auch entsprechend weiter ein. Und ich sehe auch auf der 9er, da kommt jetzt langsam Wallung auf. Ja, wir nähern uns jetzt hier immer weiter nach oben. Jetzt wird der Jahreswechsel kommen und dann werden wir zum nächsten Jahr sehen, wo wir stehen. Und zwar, pass auf, zack jetzt. Jahreswechsel ist da. Wir wissen, was wir brauchen an Betriebskosten. Und jetzt kommt die Frage. Die Frage der Fragen. Schaffen es diese Busse tatsächlich einen Gewinn zu erwirtschaften? Und das wird sich jetzt erstmal zeigen.
Na, wir werden jetzt nämlich gleich, die fahren sich nämlich jetzt alle ein und viele unserer Leute sind natürlich jetzt auch tatsächlich, oder viele Leute stellen jetzt langsam fest, ah, Moment, öffentlicher Nahverkehr. Das ist schon mal gut. Schon mal sehr gut. Und jetzt stellt sich natürlich dann die Preisfrage, klappt das dann auch? Wir wollen stadteinwärts, ist nicht so beliebt. Aber wir gucken mal. Wir lassen das mal laufen. Wir haben 7,5 Millionen auf der Hand. Das ist schon mal nicht schlecht. Hier oben warten auch eben ganz, ganz viele. Und das ist jetzt so eine Sache, da funktioniert unser Konzept jetzt schon gar nicht mehr. Das heißt, diese Busse sind eigentlich durch. Die sind am Limit. Und jetzt müssten wir hergehen und eigentlich die ganze Stadt elektrifizieren. Das fange ich jetzt mal gerade mit den Straßen an. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf eine zweispurige Straße mit Tramgleis. Ja, elektrisch. Und dann aktualisieren wir mal gerade diese Route. Aber um das ein bisschen mir einfacher zu machen, lasse ich mir die gerade mal anblenden. Wir können eigentlich weitermachen in der Zeit. Das kostet ja auch nur Geld. Und dann machen wir das folgendermaßen. So, wir gehen jetzt hier lang. Hier, hier. Hier, das ist auch jetzt angeschlossen. So. Hier geht es auch noch lang. Das lasse ich aber mal ganz kurz raus. So, dann werden wir hier hoch müssen. Das müssen wir nehmen. So, das ist jetzt auch angeschlossen. Jetzt müssen wir noch hier bis hier rausgehen. Und dann sind wir hier auch komplett theoretisch. Theoretisch ist diese Gesamtlinie jetzt elektrifiziert. Diese eine Haltestelle warte ich jetzt noch ein bisschen, ob wir die noch nutzbar machen können. Aber ich glaube, die ihr wahrscheinlich gemeint habt, die lassen wir jetzt erstmal noch. Die ist zwar nicht ganz optimal drin, aber das macht nichts. Und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir kaufen uns jetzt hier oben eine Tram, ein Tramdepot. Und werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt alle Fahrzeuge hier rausschmeißen. Diese Fahrzeuge, die haben ja auch bisher noch Minus gemacht. Die sind auch sehr alt. Kommen jetzt weg. Und dann fange ich an, jetzt hier Trams zu kaufen. In dem Fall machen wir jetzt mal eine 70.000. Nehmen wir mal die da erstmal. Und weise ich auf Linie 2 zu. Gucken wir mal, ob wir einen 60er-Takt herkriegen. Ah, noch nicht ganz. Jetzt müsste aber reichen. Ja, 64 ist super. Und jetzt lassen wir die Trams hier den Job erledigen. Die werden natürlich jetzt auch erstmal ordentlich was brauchen. So, das ist erstmal ein Wort, meine Lieben. Das ist ein Wort hier. Aber die fahren natürlich jetzt hier auch ihre Strecken an. So, weil wir müssen hier diese ganzen Leute, die hier stehen, müssen wir wegbekommen. Die sind zu viele und es kommen auch immer mehr. Und wenn der Zug dann irgendwann erweitert wird, dann werden wir hier ein logistisches Problem bekommen. Denn das werden einfach schlicht zu viele Leute werden. Wenn da noch ein zweiter Zug drauf ist, schaffen wir das nie mehr wegzubekommen. Vor allem nicht in dem Mittelbahnhof. Hinten eskaliert es auch gerade. Linie 22 in dem Fall gerade komplett überlastet. Schaut es mit Lebensmittel aus. Ist super angebunden. Echt gut. Jo, das geht auch nach oben. Jetzt kommt aber wieder einer. Na, 57 hier reingeholt. Wie schaut es mit den Betriebskosten hier aus? Ja, wir müssten da irgendwann mal was tun. Ich sehe es kommen. So, und jetzt warten hier nämlich schon viele Leute. Habe ich hier alles erwischt? Ja, oder? Nein! Das ist schlecht. So. Jetzt gucken wir mal, ob das alles angebunden ist, auch an den Übergängen. Das schaut gut aus. Ja, manchmal blurrt er das oder blendet er das so ein bisschen aus. Aber es schaut gut aus. Okay, jetzt kommen hier die ersten Trams auch an und nehmen sich natürlich auch nochmal ordentliche Anzahl an Menschen mit. Und hier kommen natürlich jetzt auch viele, viele Leute in einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit am Bahnhof an. Und das wird jetzt für den nächsten Zug, der kommt, sehr, sehr interessant, denke ich mal. Wenn alles gut geht, schaffen wir hier noch eine höhere Anbindung in Fürth. 44% aktuell, das könnte besser sein. Aber wir haben jetzt schon die 50 hier geknackt. Er kommt aber mit 60. Schaffen wir die 60? Nein. Das wird nichts mehr, glaube ich.
60 wäre schön, wenn er mehr mitnehmen würde. Aber dafür war die Linie einfach auch viel zu frisch gerade. So, dafür war diese Linie einfach viel zu frisch. Und das sehen wir jetzt eben an solchen Details einfach auch. Ja. Sehen wir an solchen Details halt auch einfach. Beschleunige trotzdem mal, weil ich will den neuen Zug jetzt schnell haben. Jo, sehr nice. Okay. Wird so langsam. Kann ich mitarbeiten? Da kann ich mitarbeiten. Okay, was haben wir hier noch? Ach, da stehen auch noch super viele Leute rum. Also das klappt hier, glaube ich, an der Stelle. Gerade mit den Zügen hier. Zack, wunderbar. Die holen sich da auch gut auf. Wie schaut es jetzt mit dem Finanziellen hier aus? 200.000 gerade in der Kreide. Ich denke, das wird jetzt, wenn die immer einmal richtig gefahren sind, wird das schon ganz gut. So, ich will wissen, wie viele jetzt dann hier stehen beim nächsten Mal, wenn dieser Zug ankommt. Momentan ist es ja noch ein bisschen hin. Aber die 60 wären schön. Und hier kommt wieder einer. Jetzt mit 63. Das heißt, 63 müssten wir eigentlich toppen können. Das wird auch gut was. Wir schaffen die 77 Leute hier. Das heißt, dieser Zug geht hier ab wie ein Schnitzel, aber ganz steil. Und das ist natürlich eine super Geschichte. Der wird fast voll fahren. Das heißt, er wird auch fast voll verdienen. Und das heißt, wir könnten natürlich jetzt uns langsam mal Gedanken über eine Zugerweiterung machen. Wie läuft denn diese Linie jetzt? Jo, die nimmt sich hier ziemlich raus. Auch hier wäre eine Überlegung da, dass wir sagen, okay, pass auf, mach doch mal hier eine ganze... Oh, da könnte man auch schon eine schöne Erweiterung machen, beispielsweise hier noch. Na, dass wir hier sagen, okay, pass auf, dann lassen wir hier auch nochmal reinfahren. Und hier oben könnten wir es eigentlich auch nochmal fast sagen. So, hier zum Beispiel hätten wir hier auch nochmal eine Doppelgeschichte. Und der nimmt aber jetzt hier alles mit, ne? Ja, okay. Dann könnte ich jetzt vorstellen, dass wir sagen, okay, pass auf, wenn das so ist. Warte mal, wir machen das so. Wir wollen ja hier auf die andere Seite auch rüber. So, machen wir doch mal Folgendes. So, wir gehen da mal hier rein und gehen da mal hier rein. Und dann sagen wir, wir machen jetzt hier nochmal eine Haltestelle her. Oder hier vielleicht, ist auch in Ordnung. Die nimmt zwar jetzt hier noch nicht alles mit, aber das wird, wenn die Stadt hier runter wächst eines Tages, dann könnte das gut gehen. Okay, so. Jetzt machen wir das gleiche System hier auch nochmal mit den Trams, weil die Trams könnten hier tatsächlich gute Arbeit leisten. Dass wir nehmen diese Linie mal an die Hand und sagen jetzt hier Erweiterung, bitte upgraden auf elektrisch. Ah, warte mal, dann sollten wir vielleicht die Linie vorher überarbeiten, ne? Zeigen wir mal ganz kurz nochmal die Linie. Alles weg, ja. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn man sowas macht, aber ich mache es jetzt trotzdem erstmal. So. So, machen wir das mal so. Oder wir lassen es so fahren. Das ist auch eine Idee. So, dann haben wir jetzt diese Linie als Referenz. Die ist nicht optimal. Für eine Tram reicht es mir aber gerade. So. Und dann geht es hier wieder runter. Das wird eine schöne Ringlinie. Mit der Tram. Die wird natürlich auch entsprechend schnell sein. Und jetzt machen wir Folgendes. Dann kann die gar nicht anders, als so zu fahren. Dann schaut die auch ein bisschen besser aus am Ende. So, jetzt gehen wir her und sagen, pass auf, alle Fahrzeuge, die drauf sind, die sind ja auch uralt, verkaufen wir. Und weil wir jetzt hier gerade auch den Platz haben, lass uns gleich nochmal hier ein Tramdepot herstellen. Auch wieder nah dran, da schaut das nicht so doof aus. Und dann kaufen wir jetzt hier wieder einfach einen ganzen Sack voll Mirage sein.
und packen die hier auf die Linie 3 drauf. Dann klappt das nämlich hier auch wieder. Und jetzt haben wir hier tatsächlich auf der Linie 3 sogar einen super Takt schon gleich drin. So, lasst die Spiele beginnen. Ich beschleunige, dass das schneller geht, weil hier wird es nämlich ja dann auch bald interessant werden. Weil wir haben natürlich jetzt hier auch einen Haufen Leute stehen, die gerne mit uns fahren wollen. So, die ersten sind hier auch schon an ihren Zielpositionen angekommen. Ich gehe davon aus, dass jetzt hier demnächst der Punk abgeht. Hier ja sowieso, ne? Also hier haben wir ja sowieso einen richtig großen und derben Aufenthalt. So, die zack, holen sie sich rein, die Jungs, ha? Sauber. Dann fährt er nämlich wieder einfach weiter. Ich weiß, Ringlinien sind nicht für euers, das mögt ihr nicht so. Aber in dem Fall tatsächlich die schnellste und billigste Variante, so eine Stadt möglichst schnell zu elektrifizieren, dass am Ende des Tages am meisten Leute am Bahnhof stehen. Habe ich zumindest für mich so entschieden. Genau. So ist das. Meistens. Mit Zwergenliebe. So. Gut. Okay, dann gucken wir hier. Zack, wieder 3. Wunderhübsch. Okay. Und jetzt ist natürlich der Knackpunkt der ganzen Geschichte, dass wir jetzt hier einfach gerade einen völligen Frontaleinbruch kriegen. Der kommt mit 700.000 Leuten hier an und kriegt halt einfach kaum 38 hier mit rein. Das ist eine Sache, die macht die Sache hier etwas anstrengend gerade. Aber das kriegen wir schon hin. Die Trams müssen sich ja jetzt erstmal hier in dem Ring verteilen. Und das heißt, die ersten, die hier oben von oben runterkommen, die sind nämlich die Entscheidenden. Jo. Hauptsache voll. So, Höfingen. Jetzt schauen wir. 40% mittelmäßig. Anbindung hier schlecht. Und das ist nämlich genau die nächste Baustelle. Hier müssen wir Gas geben, da müssen wir eine Anbindung hier rüber schaffen. Auch dafür ist dieses Ding wichtig gewesen. Und da müssen wir natürlich entscheiden, wo in der Stadt soll das hin. Und der momentan beste Anschlusspunkt wäre hier an den Geschäften, weil da kriegen wir nämlich ein bisschen davon rein und ein bisschen davon und könnten hier die Stadt zumindest im Kern etwas ausbauen lassen. Und von dort aus können wir natürlich weiter verteilen nach meiner Tagen. Auch das wäre jetzt dann drin. Das wäre für unsere Güter zumindest jetzt eine passable Sache. Und wir könnten auch die 40 Tonner draufschrauben. Denn das wäre sowieso eine Sache, die mir eines Tages hier mal auffallen würde. Das wollte ich mir eh schon mal anschauen. Wir haben ja hier jetzt die Linie 4. Das ist die, die das Röhl bringt. Und die Linie 5. Wir aktualisieren jetzt mal auf den Tonner. Sagen ja und sagen ersetzen. 1,7 machen wir. Dann sagen wir die Linie 5, die jetzt auch relativ stark frequentiert ist, auch ersetzen. Jo, auch die dürfen ersetzt werden. So, jetzt kriegen die natürlich gerade allesamt Oberwasser, ja, weil die jetzt einfach hier 20 Tonnen mitnehmen können. Das heißt, hier sollten wir auf jeden Fall, wenn die ersten Aktualisierungen durch sind, die Millionenmarke in der 5er auf jeden Fall hinkriegen. Und die 4er sollte jetzt auch nochmal ein ganzes Eck besser funktionieren, weil jetzt einfach auch der Bedarf anders ist, ne? Na, wir konnten nicht mehr absetzen, weil die LKWs einfach das Nadelöhr hier sind. Und das können wir jetzt natürlich hier wiederum ändern, weil jetzt kommen hier natürlich auch große, große Tonner an, die auch was mitnehmen wollen, ja. So, und jetzt gehen wir her und sagen, pass auf, hier liefern wir jetzt auch zum anderen natürlich auch tonnenweise Röhl dann an, wenn das klappt. Ja, wir arbeiten uns hier nach vorne. Hier noch nicht ganz perfekt, aber wir kommen der Sache näher. Manche auch leer, das ist ganz schlecht. Aber normalerweise sollte jeder Tonner, der hier kommt, natürlich volle Ladungen Öl bringen. Kann er aber noch nicht, weil die Raffinerie noch gar nicht auf die neuen Bedarfe eingestellt ist. Das werden wir jetzt gleich sehen. Zack, die schießen hoch. Wunderhübsch. Klappt. So, meine Lieben. Ich muss sagen, das macht mir gerade schon mal alles richtig, richtig schönen Spaß. Also ich finde das gerade richtig angenehm, so hier sich wieder ein bisschen reinzufuchsen. Ich freue mich da auch bei Transport Fever 2 massiv drauf, mich dann wieder neu reinfuchsen zu dürfen. Ich hoffe, ich darf es bald schon anschauen. Ich glaube, es könnte zum Ende November dürfte ich, glaube ich, schon dazu in der Lage sein, die ersten Aufnahmen zu machen. Noch nicht veröffentlichen, aber zumindest aufnehmen. Wann die NDA da fällt, werden wir allesamt sehen, wenn es soweit ist. Aber im Augenblick zumindest, glaube ich, ist das ziemlich nice. Ja, also, ich glaube, das könnte alles gut werden. So, jetzt lassen wir den mal hier reinfahren. Nehmen wir währenddessen mal so ein, zwei Bilder auf, einfach als Thumbnail-Möglichkeit. Ja, so ist schön. Komm, wunderhübsch, meine Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn ihr denn Lust habt. Bis dahin,
verbleibe ich natürlich mit den liebsten Grüßen. Ja? Lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit hier gehabt. Ich hoffe, euch gefallen auch die anderen Projekte. Und ich hoffe, wir sehen uns natürlich auch im Livestream wieder. Und bis dahin, haut rein. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf Zwerg. Ciao.